Lusthaus Haag. Spür die Lust am Feiern. So, liebes Lusthaus, ich stehe jetzt gerade auf dieser Bühne. Auf dieser Bühne wird heute Sido auftreten. Und seht euch diese Menschen an! Es ist Hammer! Sido ist ein Garant für Stimmung, für Party und für gute Laune. Und das sehen wir uns jetzt an. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Und ihr? Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. Es war einmal vor langer, langer Zeit, vor 32 Jahren, als Mama schwanger war. Sie schreit, denn ich komme. Ich war so süß ohne die Haare am Sack, aber die wachsen schon noch. Warte mal ab, ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich 9 war. Orangenes Licht und graue Häuser, dann der Aufbruch ins Neuland. An der Entscheidung kann ich nicht nur Gutes lassen, denn es war nicht immer einfach für uns drei hier Fuß zu fassen. Aber alles hat sich ebenso ergeben und mein Vater, über den will ich nicht reden, ich erwarte nichts mehr. Ich wollte keinem glauben, traute nur ein paar Gesichtern. Nachts draußen, die Augen kannten nur Straßenlichter. So Leute, die Nachtleben-Gruppe ist ja einzige riesige Familie. Die zwei haben wir schon mal interviewt in einem Empire-Video und heute sind sie im Lusthaus. Burschen, warum seid ihr heute im Lusthaus? Was ist los? Sido! Ja, Sido ist hier, da müssen wir hinfahren. Weil es einfach geil ist und weil Lusthaus einfach Party, Party, Party! Geht voll ab, wird voll die Garde her und komplett geil. Ich zog die Jordans mit den Löchern an und dann eine Runde Basketball. In der Raucherecke stand Jamal am Arterpfahl. Ob wir Spaß hatten damals? Rate mal. Aber die Schulwand haben wir nicht nur zum Spaß bemalt. Uni passte nicht in meine Welt, nicht mal ein Halbsemester. Wir brauchten Geld, wir waren Rebellen, wir wussten alles besser. Wir haben rumgehangen und Mucke gemacht. Das Mikrofon im Kleiderschrank, wir haben gewusst, dass es klappt. Und jetzt ist es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. Was ist dein Lieblingslied vom Sido? Also Augen auf, gefällt mir gut. Bilder im Kopf! Ich will mein Berlin zurück. Das Neiche finde ich gut und sonst ja. Aber die alten Mag habe ich früher auch voll gern gehört und ja. In meinem schwarzen Fotoalbum mit dem silbernen Knopf sind viele Bilder von einem Typen mit einem silbernen Kopf und viele Bilder von guten Freunden und Freunden, die Feinde wurden, von Autos mit 1000 PS und Beuten mit geilen Kurven, von Partys, von Konzerten, von den Brüchen, von den Ärzten, von den Zeugnissen, dem letzten bis zum ersten. Ich hab Bilder von den Feiertagen, Bilder von meinem Opa. Ich war so verdammt traurig, als er tot war. Doch ich hab es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wisst ihr, was jetzt jeder sein Lieblingsgetränk ist? Jägermeister, so ist es! Der ganze Tisch! Der wird voll! Ja, nur wegen dem Sido! So, was habt ihr hier heute vorgenommen? Jägermeister trinken! So. Ja, also das nehmen wir sich jetzt alle zu Herzen. Wir leben alle nicht da einmal. Genau. Und sie ist solo. Solo! In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Und ihr? Ich bewahre diese Bilder im Kopf. Genau! Was spielt die Zukunft für Sido? Ist mehr Fernsehen, mehr Musik? Wie ist die Gewichtung? Du spielst jetzt auch so eine Sachen wie Große Chance an. In Deutschland gibt's mich ja wenig im Fernsehen. So gut wie gar nicht. Und nur mal als Gast in irgendeiner Sendung. Aber so wirklich stattfinden wie bei der Großen Chance im Fernsehen, tue ich ja in Deutschland gar nicht. Hier in Österreich, ja. Mal gucken, wenn, ich weiß gar nicht, ob es noch mal eine große Chance gibt. Und wenn es die gibt, dann gucken wir mal. Was ist beim Sido so glas? Den mag man einfach. Sido ist natürlich bekannt für die klassische Einzelwatschen, weiß man ja. Nein, aber Sido ist einfach ein guter Künstler. Und ist auch berühmt, ist stark, ist extrem in den Medien. Und natürlich jetzt bei uns im Lusthaus. Leute, kommt, wir müssen den Eltern was sagen und das geht. Hey! Du Neigung und
Genau, sehr gut, Leute. Prost! Lusthaus Haag. Spür die Lust am Feiern.